So, und genau da, wo wir letzte Folge aufgehört haben, geht jetzt weiter mit Staffel 6 Minecraft. Hitzegenerator haben wir gebaut. Wir brauchen Speichereinheit Mechanism. Und zwar nicht nur eine einzige, sondern die. Genau die. Und da war ja das Problem, wir brauchen Gold. Was für uns geheißen hat, wir müssen Gold durchjagen. Durch unseren Grinder, der ihre Laut ist, so. Hat der was zu tun? Kann man eigentlich hier Output nehmen? Was eigentlich, wenn ich daneben eine Chest hinbaue? Das brauche ich ja eigentlich. Kann ich ja jetzt die Items hier reinschmeißen. So. Zack. So geht das ja. Da brauche ich mir so ein Herd, weil ich hier schnell was craften muss. Und eine Kiste wollte ich eigentlich haben. Ob das vielleicht geht, dass der die auswirft? Nee, macht er nicht. Na okay, auch egal. Wir haben auf alle Fälle schon 6 Flakes. Die müssen wir durchschmitzen. Die Frage ist, haben wir eigentlich bei Rotary Craft auch eine Möglichkeit, irgendwie eine Schmelzanlage zu bauen? Beim Mechanismen weiß ich's. So, dann habe ich da unten ja den Turtle aufgestellt gehabt. Den habe ich dann nochmal umgestellt. Der ist hier, den habe ich jetzt mal entleert. Oh. Und der hat uns hier einiges gefunden. Eisen, Diamanten, Lead. Silber, Gold. Gold ist immer gut. Also man sieht, er hat einiges gefunden. Er ist noch nicht ganz fertig, aber das werde ich dann per Hand dann später mal ausmeinen. Na, mal gucken. Haben wir ja noch Zeit. Jetzt auf alle Fälle müssen erstmal Rohstoffe schmelzen, durchlassen, wie auch immer. Da müssen wir auch gucken. So. Die Erze mal hier rein, die Diamanten. Stimmt, Diamanten hier mal rein. Die Vanillaschote kommt auch hier rein. So, dann war das. Ich glaube, dass es so war. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Genau. So. Und so. 1, 2. Dann war das so. So. In der Mitte der und. Das. Und Lapis. Lapis war mal hier. Der ist auch weg. Muss ich runterholen gehen. Das ist alles in die Luft geflogen. Und alles weg. Mami, warum? Zum Glück haben wir hier noch ein bisschen Lapis. So. Haben wir wenigstens ein bisschen noch. Ist echt scheiße, dass das alles weg ist, aber naja, kann ich nichts machen. Wenn er hat da Bumm gemacht, dann macht er Bumm. Jetzt haben wir wenigstens wieder eine Aufgabe. Muss ich wieder meine gehen. So, gleich gucken. Wie viel kann die halt, die zweite? 8 Megajoule. Brauchen wir nicht. Lass mal die Vierer, das, die Zweier, das reicht. Für das, was wir hier brauchen, reicht das, sage ich euch. Kann man die Verkabelung hier anders bauen? So, dann können wir hier noch ein Lava-Eimer drüber kippen. So. Und hier hinten. Und da zumachen, dann machen wir mal mit Dings zu. So. 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 Genau. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das am besten handhaben würden. Dass wir hier die Verkabelung bestens zusammenbekommen. Es wird aber nicht klappen. Es wird nicht anders gehen, als wenn wir es hier reinbauen. So würden wir natürlich definitiv mehr Strom produzieren. Aber das bringt uns gar nichts, wenn wir mehr produzieren, wenn wir es nicht anschließen können ordentlich.
Außer wir versetzen das Ganze weiter nach links. Hier hin den Controller. Aufpassen, dass da nicht den Lava fällt. So. Controller hier hin, die zwei Festplatten heraus. Und du auch eins weiter nach links. So. Dann können wir uns da hier schön seitlich vorbeischmuggeln. Und zwar folgendermaßen. Der hier sollte dann hier sitzen. Der füllt sich, das ist klar. Output ist immer die Seite, wo das die Blanke hier ist. So. Zack, zack. Und den müssen wir jetzt natürlich zurecht drehen. So. Sollte eigentlich genügend kriegen, oder? Achso, der muss sich erst aufladen. Na klar. 17, 18, 17, 18. Hat der da Verlust, oder wie sehe ich das? Storage. 800 Schulputtig. Wie viel haben die Output? 200 Joule. Irgendwie verstehe ich das nicht. Normal müsste das ja. Ah! Hier unten können wir noch eine Lava-Dings hinmachen. Die habe ich anscheinend weggemacht. So. Der produziert ja hier wieder 20. Genau. 20. Der hier produziert 15. Aber ist gar nicht angeschlossen. Haha. So, jetzt aber. Und du kannst hier eigentlich auch weg. Und dafür du hier hin. Ich muss da immer ein bisschen gucken, wie ich das Ganze da abschließen muss. So, du kannst weg. Und du hier hin. So. Dann bekommen wir jetzt Input. Weiß kann auf alle Fälle. Es lädt sich, das ist immer das Wichtigste. So. Marvel. So, so. Habe ich keinen Marvel mehr hier? Den habe ich, glaube da. Oh, da ist laut. So. Hier kommt wieder Dirt rein. Du kommst dann weg. Dich brauche ich hoffentlich nicht mehr hier. So. Dann du hier, du da. Und den könnte man jetzt auf Redstone Signal setzen. Hallo, geh raus hier. So, das kann nicht rausgehen, weil hier noch keine Festplatten drin sind. So, jetzt. Und jetzt werde ich einfach beinhart alles, was ich im Inventar habe, hier reinstecken. Das Werkzeug vielleicht nicht gerade. Das ein Essen nimmt mir raus. So, da habe ich glaube auch noch Items drin, oder? Ja. Da habe ich auch noch ein bisschen was drin. Ah, hier ist der Cobblestone. Ich schon gesucht habe. So. Das. Dann brauche ich noch die Schaufel und den Hammer da. Das da und das da. Das restliche Zeug lassen wir hier drin. Und wir gucken, ob es wird jetzt knapp. Das momentan ist gleichbleibend. Hm. Das ist eine knappe Baustelle hier. Das ist nicht gerade effektivste Baustelle, effektivste Methode, ein Ökosystem zu speisen. Wir könnten natürlich noch Heat-Generatoren bauen. Ja, ja. Indem wir einfach hier weiterbauen, aber ist es das wert? Zahlt sich das aus, Leute? Was sagt ihr dazu? Noch weitere Generatoren zu bauen. Schwimmen wir in der Bett hier mal weg. Hm. Aber ich glaube, was anderes bleibt uns ja nichts über, wenn wir das so auf die Art machen wollen. So. Tu mal weg hier. Ist auch Lava. Kurz Überblick verschaffen, da wo wir sind. Das war natürlich doof. Ach,
Nein, nicht auslöschen. Oh. Dummes Kack da. Naja. So, wir haben hier unten drei Heat-Generatoren. Ja, wie machen wir das? So, nehmen wir mal die oberste Schicht hier runter, damit ich mal was sehen kann hier. Wie das Ganze hier vonstatten geht. So. Dann buddel ich mal hier runter. Hier ist Lava drunter. Hier runter buddel ist auch Lava drunter und hier drunter ist auch Lava, okay. Und hier auf der Seite ist auch Lava. Das heißt, der hat ja sogar nur 15. Ja, weil der hier im Weg ist. Hier müsste eine Lava, dann wird das 40 pro. Komm mal hier irgendwo ran, nee. So. Und dann. So. Dann mal den mal hier. Du hier, du hier. Zack. Dann dürfte ich eigentlich den ohne Probleme hier abbauen können. Genau. Weil dann bauen wir das Ganze doch etwas breiter lieber. Dass wir dann jetzt noch hier einen Lava-Block reintun, dann produziert hier standardmäßig jeder. Und dann 15 und dann eigentlich 20, hoffe ich halt mal. So. 20. 20, genau. Ja, jetzt haltet er. Dann kommt jetzt hier folgendermaßen du weg. Dann du weg und du hier dran. Dann produziert der 5, weil er von einer Lava-Seite kriegt. Dann hier Lava. 5 sind 10 und darunter Lava. Sind 15. Und dort hinten Lava sind dann 20. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Genau, 20. Dann machen wir hier dicht, hier dicht, hier dicht. Den da unten dicht mal. Dann kommst du hier weg. Und du hierzu. Dann brauche ich Kabelchen. Und zwar hier und hier. Zack. Und jetzt muss folgendermaßen sein. Ich brauche Cobblestone oder irgendwas. Dirt. Das kommt hier oben hin. Hier. Und hier. Das heißt, jetzt produziert er 20. Und wenn ich hier einen Eimer drauf tue, produziert er 25, oder? Genau. Wir haben keine Lava mehr. Mal hier noch irgendwo Lava, ja. So, dann du hier. Und du, Freund, den kriegst du auch noch einen Block drauf, ja. So. Und zwar hier, zack. Dann produzierst du auch 25. Und das müssen wir wieder plus machen. Oder auch nicht. Dann machen wir das anders. Na doch, wir machen plus, aber wir können das jetzt immer noch sagen, hier nur wenn ein High-Signal ist. Dann machen wir hier so drauf und ne. Ja, wie? Obwohl das geht. Ne. Pressa. Pressure Plate. Was nimmt man da für eine? Das ist natürlich wieder die Frage.
gibt ja eigentlich Unsichtbare auch, gell? Ja. Eigentlich. Aber ich denke, wir nehmen mal ganz stinknormale Holz. Ja, die müsste jetzt hier drauf eigentlich. Und hier hinten. Ah, ist alles schwierig. So, hier drauf. Zack. Da müsste der Controller. Die Energie bekommen, oder? Hä? Sind die nur kurzfristig? Warum? Verstehe ich nicht. So, Energie hast du drin. Wenn du Low-Signal hast, gibt's ab. Nee, das will ich nicht. Disabled. Nur bei einem High-Signal. Und wenn ich hier drauf trete, kriegst du eigentlich ein High-Signal? Bist du mich verarschen oder wie? Komische Sache hier. Egal, lassen wir die mal vollfüllen, ist doch egal. So, wie viel haben wir hier noch drin? Zwei, das geht sich nicht mehr aus. Dann hier schön zu alles wieder. Zack, zack. Mehr können wir hier eh nicht hinfüllen. Mehr können wir hier leider nicht rausholen aus den dreien. Wir können hier nur, wie gesagt, die Energiezelle mal vollfüllen. Dann hat die mal voll und wir haben ihn voraus. Gut, das haben wir schon mal. Ich könnte ja hier trotzdem auf Low mal schalten. Oder nee, auf High. Einfach den Schalter, wenn er irgendwas machen würde. Naja, dann sage ich, passt das für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut. Ciao, Leute.